Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele. 7. Tag. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner rechten Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf, für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen. Anliegen kann man jetzt nennen. Gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen.
Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist,
Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht. Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Fegfeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, büßende Priesterseele, erbitte mir, so es dem Willen Gottes entspricht, Erhörung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen, bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen,
Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom Heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gibt.